Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Und wie immer am Dienstag haben wir unser Duell. Sebastian Bonmena, der ist live zu Gast im Studio. Und Gerald Groß, der ist zugeschaltet und zwar via Skype. Hallo Gerald. Einen schönen Abend. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Thema, das derzeit Österreich natürlich am meisten bewegt. Dieser tragische Fall um Hans-Jörg Jenewein am Wochenende. Ich will jetzt auf den persönlichen Fall gar nicht zu sehr eingehen, aber das Ganze hat natürlich eine große politische Debatte ausgelöst, insbesondere um Herbert Kickl und die FPÖ. Und es gibt anscheinend einige in der FPÖ, die sich mittlerweile zum Ziel gesetzt haben, Herbert Kickl abzulösen als FPÖ-Chef. Wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, wackelt Herbert Kickl wirklich oder kann er sich als kluger Stratege, der er zweifelsohne ist, da wieder einmal irgendwie aus der Affäre ziehen? Also wenn man sich anschaut, dass eine Reihe von Menschen dann quasi über OTS-Pressemeldungen die Treue zu Herbert Kickl ausgerufen haben, dann bewahrheitet sich wahrscheinlich der Spruch immer dann, wenn alle Leute sagen, wir stehen hinter ihm, dann stehen sie am ersten sehr weit weg von ihm. Ich glaube, die ganze Geschichte hat eine besondere Tragik und natürlich auch eine politische Komponente. Also ich möchte jetzt über das persönliche Motiv und die persönlichen Lebensumstände des Hans-Jörg Jenewein aus zwei Gründen nichts sagen. Erstens, weil ich finde, dass man mit solchen Thematiken sehr sensibel umgehen sollte und zweitens, weil ich ehrlich gesagt nichts weiß über seine Person und seine persönlichen Umstände, da kennt sich wahrscheinlich der Gerald Groß besser aus. Mir ist er nie positiv in Erinnerung gewesen. Seine negativen Sachen jetzt zu besprechen, halte ich für pietätlos. Aber der Punkt ist, da scheint es offensichtlich auch eine politische Dimension zu geben. Zumindest mutmaßlich. Und ich glaube, wir müssen, solange wir uns auf diesem Weg der Mutmaßungen befinden, auch ein bisschen vorsichtig sein, was für Ableitungen wir daraus treffen. Trotzdem hat es zu einer veritablen Diskussion rund um Herbert Kickl geführt und wie man den Medien entnimmt, auch offensichtlich parteiintern. Und das ist natürlich etwas, was wir schon seit den letzten Monaten besprochen haben, dass Herbert Kickl jemand ist, der stark polarisiert, vielleicht zu stark polarisiert. Wir erinnern uns in der Vergangenheit, Herbert Kickl war auch derjenige, der immer wieder Kontakte in Kreise hatte, von denen manche Leute nichts wissen wollen. Und ich glaube, dass er auch jemand ist, wo wahrscheinlich Menschen innerhalb der FPÖ sagen, mit dem können wir die 30% oder annähernd 30%, die wir mit Heinz-Christian Strache in Umfragen hatten, jedenfalls nicht mehr erreichen. Plus, es würde jetzt eigentlich ein gesellschaftliches Momentum für die Freiheitliche Partei geben. Übrigens auch für eine Linke, wenn es sie in Österreich noch geben wird. Aber Herbert Kickl kann das quasi nicht in politisches Kapital ummünzen, weil er einfach ungeschickt formuliert oder weil er halt ein Unsympathler ist oder weil manche seine Aussagen nicht ertragen, so wie ich. Es gibt viele verschiedene Gründe, glaube ich, warum Menschen Herbert Kickl nicht leiden können. Und offensichtlich ist das Maß an Verdruss oder, ich weiß nicht, Überdruss in der FPÖ schon so groß geworden, dass jetzt manche Leute hinter den Kulissen zündeln. Anders kann man sich das jetzt nicht erklären. Also zu sagen, der Selbstmordversuch, wenn es einer war oder was auch immer von Hans-Jörg Jenewein, hätte das quasi ausgelöst, glaube ich nicht. Da müssen schon ein paar andere Sachen auch im Hintergrund stehen. Und wenn man sich dann anschaut, wie manche Menschen darauf reagieren, ich möchte hier das Zitat, also ich möchte hier Heinz-Christian Strache und seine Reaktion auch hervorheben, das ist sowas von niederträchtig und menschenverachtend, meiner Meinung nach, dass es schon auch zeigt, dass in diesem Lager, und ich glaube, Heinz-Christian Strache darf diesem Lager zugerechnet werden, wie auch Gerald Groß, Freund, Feind, Parteifreund auch ein zutreffendes Motto ist. Und ja, ich weiß nicht, ich will ehrlich gesagt mit dieser Partie nichts zu tun haben, weil man sieht jetzt in der Not, wie sie miteinander umgehen. Und das finde ich irgendwie sehr unschön. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen jetzt auch angewidert sind von den Diskussionen rundherum. Und ich bin gespannt, ob sich das dann im politischen Wahlverhalten irgendwie niederschlagen wird oder nicht. Aber jetzt gilt es aus meiner Sicht auch einmal, ein bisschen den Anstand zu wahren und jetzt nicht zu stark zu vermischen, quasi die persönliche Tragödie mit der politischen Debatte rund um Herbert Kickl. Mhm. Gerald, du hast ja in einem Posting Herbert Kickl mehr oder weniger eigentlich zum Rücktritt aufgefordert. Also ich habe einmal niemanden zum Rücktritt aufgefordert. Erster Punkt, zweite Korrektur, in meinem Lager ist keine politische Partei, in meinem Lager ist Österreich. Natürlich ist der Blick auf die Freiheitliche Partei und auf die Vorgänge der vergangenen drei Tage ein besonders schwieriger, aber auch ein persönlich dramatischer.
Wir dürfen nicht vergessen, dass genannter ehemaliger Abgeordneter, der sich derzeit in einer sehr schwierigen Situation, in der schwierigsten Situation wahrscheinlich seines Lebens befindet, offenkundig oder vermutlich dazu instrumentalisiert wurde, eigene Parteifreunde anzuzeigen. Wie das ruchbar geworden ist, hat man sich von ihm distanziert und hat den langjährigen Mitstreiter und Mitarbeiter kalt abserviert. Und am Ende ist er in seiner Verzweiflung alleine dagestanden und hat einen Schritt getan, den ich keinem Menschen jemals wünsche, so wie ich auch mein Mitgefühl Frau Dr. Kellermeier und ihrer Tragödie gezeigt habe, tue ich es auch in dieser Situation Hans-Jörg Jenewein, seiner Familie und allen seinen Freunden, die um ihn bangen. Wir leben in einem Land, das durch die Ukraine-Krise der vergangenen 5 Monate die höchste Teuerung und Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Wir leben in einem Land, das durch Korruptionsattacken in der Regierung und durch 2,5 Jahre Corona-Chaos regelrecht politisch geschändert worden ist. Und ich halte es daher, um die Worte von Dr. Barmena zu verwenden, tatsächlich für widerwärtig, in den Motorraum einer Partei zu blicken, sondern meine Themenlage ist eine andere. Mir geht es um die Bürgerinnen und Bürger und um die vielfältigen Sorgen, die sie derzeit haben, auf die die Parteien keine Antwort geben. Und ich mache bei dieser Nabelschau gegenüber einer Partei, wenn es auch die Freiheitliche Partei ist, sicherlich nicht mit. Ich gehe davon aus, dass es sehr gute Politiker in den Reihen der FPÖ gibt. Mario Kunasek, Dominik Knepp, Marlene Swatzek, Udo Landbauer, Pitschi, Aperzger und wie sie alle heißen, Norbert Hofer. Und ich gehe davon aus, dass die Freiheitliche Partei genügend Selbstachtung und auch genügend Energie hat, die Konsequenzen aus den Turbulenzen der letzten Tage zu ziehen. Ich wünsche der Freiheitlichen Partei dabei viel Erfolg, denn sie ist für viele Menschen in unserem Land eine wählbare Alternative. Und das darf die Freiheitliche Partei nicht verspielen. Wobei du Herbert Kickl jetzt anscheinend bewusst nicht aufgezählt hast. Wenn du von mir verlangst, dass ich ein Telefonbuch, die ich jetzt zitiere, nach dem Ausschlussverfahren irgendeiner wird schon rausfallen, dann mache ich bei diesem Spiel sicherlich nicht mit. Ich habe dir mitgeteilt, welche Persönlichkeiten ich für ehrbare, anständige Persönlichkeiten in der Freiheitlichen Partei halte. Die gibt es gleich einem Jörg Haider, gleich einem Norbert Hofer, gleich einem Nepp, Swatzek, Landbauer, Kunasek und wie sie alle heißen. Und es ist nicht meine Aufgabe, es ist wirklich nicht meine Aufgabe und auch nicht meine Kompetenz, weil ich nicht Bestandteil der Freiheitlichen Partei bin, mich in diese Nabelschau in irgendeiner Form einzumengen. Das soll die Freiheitliche Partei selbst erledigen und sie soll immer den Blick darauf haben, dass derzeit Österreich unter weit wichtigeren Problemen leidet als Machtkämpfe innerhalb einer Partei. Dafür hat kein Mensch in unserem Land einen Funken Verständnis. Und bei der Gelegenheit rufe ich auch alle Medien auf, sich nicht an einer Nabelschau zu weiden, sondern ihren Fokus auf die tatsächlich vielfältigen Probleme in unserem Land zu richten. Ja, also finde ich herrlich. Also wenn es einen Beweis dafür gebraucht hat, dass wir mitten in einem turbulenten Flügelkampf innerhalb der FPÖ sind. Ich glaube, Isabel Daniel hat gemeint vor kurzem, sie beobachtet die FPÖ schon lange, aber so im Eimer wie jetzt war sie seit Knittelfeld nicht mehr. Dann war es das Statement von Gerald Gross, weil wenn man den letzten politischen Zwerg, blauen politischen Zwerg aus irgendeinem Tal hervorkramt und sagt, das ist eine ehrbare, anständige Persönlichkeit, aber Herbert Kickl extra nicht erwähnt, und dann darauf angesprochen wird, sagt, na sorry, ich habe kein Telefonbuch zur Hand, obwohl das der Parteiobmann bitte ist. Dann lässt das wirklich tief blicken. Genauso wie es tief blicken lässt, dass der Gerald Gross eine Gegenkandidatur gegen den freiheitlichen Kandidaten macht. Auch das ist ja wohl der beste Beweis dafür, dass wir mitten in einem blauen Lagerwahlkampf sind, weil es ja vollkommen klar ist, dass es jetzt darum geht, ob Gerald Gross, der für eine Strömung innerhalb der FPÖ steht, am meisten Stimmen bekommt oder ob Walter Rosenkranz, der für eine andere Strömung innerhalb der FPÖ steht, mehr Stimmen bekommt. Und das wird in Wirklichkeit das Abrechnungsszenario sein. Und wenn jetzt jemand wie Gerald Gross da sitzt und sagt, in meinem Lager ist Österreich, also seien Sie mal nicht böse, Herr Gross. Ja? Also das Österreich, das Sie vertreten, das ist nicht nur klein, sondern das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Herr Dr. Barmena, jetzt lass es mir ausreden. Ich habe Ihnen auch zugehört. Ich habe nur einen Einwand oder einen Vorschlag. Schauen Sie, ich halte Dr. Walter Rosenkranz für einen exzellenten Präsidentschaftskandidaten. So wie ich auch Dr. Brunner und Dr. Platzli für exzellente Präsidentschaftskandidaten halte und auch mein Licht nicht unter den Scheffel stellen will,
ihm ist jede Stimme recht. Jede Unterstützung für den freiheitlichen Kandidaten, jede für den Kandidaten der Bierpartei oder für die MFG-Partei ist mir lieber und rechter als eine Stimme für jenen Kandidaten des Systems, den Sie unterstützen. Ich unterstütze nicht. Also, okay, danke. Ihr Kandidat, danke. Den Sie gewählt haben, ist doch mein Kandidat. Also, jener, der den Korruptionisten und den Parteien die Stange hält. Lieber Herr Groß, gegen den geht es. Und daher sage ich auch heute, ist meine Kandidatur keine Kandidatur gegen Herrn Rosenkranz oder gegen Herrn Marco Bogo oder gegen den Herrn Bronner. Da können Sie Ihre Legende spinnen, wie Sie wollen. Sondern ist eine Kandidatur gegen Alexander van der Bellen. Lieber Herr Groß, lieber Herr Groß, also wenn wir jetzt schon Geschichtsaufarbeitung machen, dann muss ich auch sagen, Sie waren derjenige, der Sebastian Kurz ins Amt verholfen hat, weil Sie haben ja damals ganz stolz Kurz gewählt. Sie sind derjenige, der Heinz-Christian Strache mit zu verantworten hat, weil Sie haben sogar eine eigene Medaille für ihn gestiftet und haben ihn damit ausgestattet, weil Sie offenbar so begeistert von ihm waren. Außer da, wo dann ganz Österreich und die ganze Welt blicken konnte in sein Hirnkastel. In dem Moment haben Sie offensichtlich dann das Weite gesucht. Und das Gleiche erleben wir ja in Bezug auf viele, viele andere Sachen. Eines muss allen Menschen jetzt bei der Wahl klar sein. Es gibt nur eine Stimme, entweder für Gerald Gross oder für Walter Rosenkranz. Man kann nicht beide wählen. Und daher ist natürlich jede Stimme für Sie eine Stimme gegen Herbert Kickl und jede Stimme für Walter Rosenkranz eine Stimme für Herbert Kickl. Und ich glaube, Herbert Kickl hat das gut verstanden. Deswegen hat er sich ja auch entschieden, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Einen, der bewusst für die freiheitliche Werte steht und nicht einen, der für die PZÖ-Werte steht, für die ehemaligen. Also ich verstehe das schon, dass es da jetzt einen FPÖ, einen freiheitlichen Kandidaten gibt, der heißt Walter Rosenkranz, und dann gibt es halt einen weiteren Spaßkandidaten neben dem Bierpapst und dem MFG-Typen, gibt es halt jetzt Sie auch. Ich finde, das muss unsere Demokratie aushalten. Ich beobachte das ja mit einer gewissen Belustigung. Ich finde es extrem entzückend, wenn ich sehe, wo Sie in der Weltgeschichte gerade überall Urlaub machen oder welche Videos Sie von sich ins Netz stellen. Also das ist auf jeden Fall unterhaltungsmäßig eine tolle Geschichte und so verstehe ich das Ganze ja auch. Hauptsache, es geht um die Unterhaltung. Das Volk verlangt auch nach Unterhaltung und ich glaube, in so schweren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ob das jetzt die Corona-Krise, Sozialkrise oder Krieg ist, braucht es auch ein bisschen Entertainment, um ein bisschen uns zu zerstreuen, ein bisschen abzulenken. Aber wenn wir zurückkehren zum Boden der Realität und der politischen Einschätzung, dann darf man eines nicht vergessen. Es geht hier letztlich darum, ob es gelingen wird, bei der Bundespräsidentschaftswahl Alexander Van der Bellen mit 60%, 70% oder 80% im ersten Wahlgang durchs Rennen zu schicken. Und ich glaube, auch ich bin sehr am Hadern, was meine Stimme betrifft. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon besprochen, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt kein Van der Bellen-Fan. Ich habe Rudi Hunsdorfer unterstützt und dazu stehe ich und habe dann quasi notgedrungen Van der Bellen wählen müssen und habe gesagt, auch dieses Mal werde ich wahrscheinlich notgedrungen Van der Bellen wählen müssen, wenn ich nicht quasi zum Wahlverweigerer werden möchte, und das möchte ich aus demokratiepolitischen Gründen nicht. Aber das heißt nicht, dass ich ihn großartig unterstütze. Nur bevor ich irgendwelche Dodeln wähle oder irgendwelche Leute, die ich für gefährlich für die Demokratie erachte, weil sie menschenverachtendes Zeug von sich geben oder weil sie sich mit Leuten abbilden, ich möchte dann gerne nochmal auf Viktor Orban zu sprechen kommen, der in den letzten Tagen in den USA wieder mal unfassbar homophoben Scheißdreck von sich gegeben hat. Also sich mit solchen Leuten zu treffen und zu schmücken oder auch mit Putin und Co., wie das ja eine Reihe von Kandidaten, die jetzt gerade aktuell kandidieren, auch getan haben, oder auch Sympathisanten dieser Kandidaten, das lehne ich halt ab. Und ich finde, wir sollten jetzt versuchen, wenn wir über Herbert Kickl reden, das dann losgelöst von dieser Spaßkandidatur zu machen. Bei all Ihren Bemühungen in Ehren, Herr Gross, ich verstehe Sie auch, ist auch okay, ja? Ich finde, das muss auch Platz haben. Ja? Aber bleiben wir dann bitte trotzdem am Boden der Realität. Wir sind gerade inmitten eines massiven Flügelkampfs innerhalb der Freiheitlichen Partei. Sie sind ein Teil dieses Flügelkampfs, Herr Gross, ganz offensichtlich. Das merkt man ja in dieser Sendung hier mehr als alles andere. Und ich finde es auch fair gegenüber Ihren Wählerinnen und Unterstützerinnen, dass Sie das offen einfach deklarieren. Tun es bitte nicht so, als hätten es mit der Freiheitlichen Partei nichts zu tun. Okay? Herr Dr. Bormena, zum ersten Punkt und zum Show-Element. Schauen Sie, es schauen genügend Leute unsere Sendung an und empfinden Sie als fleischgewordenen Autounfall. Das ist das Problem. Man findet es schon wieder so dir. Man sieht dennoch ihn. Nicht so schier schon wieder. Sie sind immer so schier, Herr Gross. Warum sind Sie immer so schier? Das verstehe ich nicht. Mit der Sie sich auf die Brust schmeißen, ihre Eitelkeit, die sie zum Ausdruck bringen, das ist ja alles gut. Sie müssen ja jeden Tag mit den Konsequenzen leben und benehmen sich dann wie ein jämmerliches... Du musst mich nicht persönlich attackieren.
Reden wir auf der Sachebene, Herr Groß. Probieren Sie es doch auf der Sachebene, okay? Lassen wir die persönlichen Untergriffe weg und machen wir die Sachebene, okay? Es ist immer die gleiche Schwader, Herr Dr. Bormena, die Sie von sich geben. Jo. Zuerst groß austeilen und dann klein und feig und jämmerlich darüber weinen. Das ist ja auch allen uns bekannt. Wir schätzen Sie aber trotzdem. Dankeschön. Denn es braucht bei jedem Spiel braucht es den dummen August ja. und den Weißklauen. Herr Groß, das ist diese alte ja, ich weiß, Sie wollen ein weißer Clown sein, das sahen Sie ja groß. Sie sind ein weißer Clown. Darf Sie dazu passt. Beruhigen, vielleicht kann der Moderator eingreifen, ja. weil gerade bei einer Skype-Schaltung ist es sonst noch schwieriger fürs Publikum, ihr Gequake sich anzuhören. Gerade beim zweiten Punkt, Herr Dr. Bormena, weil wir beim Gequake sind und beim sogenannten Flügelkampf. Herr Dr. Bormena, ich bin Teil keines einzigen Flügels. Ich bin nicht Mitglied einer Partei. Ich bin gänzlich parteiunabhängig. Ich sammle seit heute Unterschriften und habe keinen Parteiapparat hinter mir. Keine Lobbyisten, keine Banken, keine Parteispender, keine Großspender, keine Konrads und wie sie alle heißen, keine Haselsteiners. Keine Freunde, keine Unterstützer, Leute, ja, Sie sind ganz allein. Ja, ja, Sie sind ganz allein, Herr Groß, wir haben es verstanden. Und wissen Sie, Herr Dr. Bormena, aber dennoch finde ich Worte, die mich bewegen. Und es bewegt mich nun mal, wenn ein Mensch, den ich durchaus kenne, zwar jetzt nicht persönlich nahe, aber durchaus in der Weite, am Ende so instrumentalisiert wird und auch fallen gelassen wird, durch welche Umstände auch immer, dass er keinen einzigen anderen Weg sieht, als sich das Leben zu nehmen. Haben Sie da mehr Einblick als wir? Weil das weiß ich alles nicht. Und nachdem ich kein Parteioffizier bin und kein Parteiapparatschik bin und auch nicht das Sprachrohr einer irgendeiner Partei, kann ich es mir erlauben, weil ich unabhängig bin, dazu eine Meinung zu vertreten. Aber meine Meinung habe ich gestern in einem Interview mit OE24 vertreten. Ich finde es menschenverachtend, was passiert. Ich finde es widerwärtig, was passiert. Und es kotzt mich an, wie 99,9% der Österreicherinnen und Österreicher und wie 99% aller einfachen Parteifunktionäre der Freiheitlichen Partei, die sich ein solches Chaos und ein solches Fiasko schlichtweg nicht verdienen. Aber Gerek, das heißt, du bist der Meinung, die Partei und die Parteispitze hat Hans-Jörg Jenewein fallen gelassen. Naja, das tut man nicht. Ich bin ja in Wahrheit nur ein Konsument des gesagten Wortes. Das gesagte Wort gilt. Ich habe vorige Woche gelesen, Hans-Jörg Jenewein hat für sich bekannt gegeben, aus der FPÖ auszutreten. Warum? Weil er verdächtigt wird, weil das auf seinem Laptop gefunden worden ist, eine Anzeige gegen 60 seiner eigenen Parteifreunde formuliert zu haben. Das ist einmal sehr ungewöhnlich. Also ich habe das in der Geschichte der Zweiten Republik einmal noch nicht erlebt, dass innerhalb einer Partei man sich gegenseitig mit anonymen Anzeigen den Teufel, sprich die Justiz, an den Hals wünscht. Mhm. Daraufhin hat sich die Partei distanziert und ich habe ein Posting von Herbert Kickl gelesen auf seiner Facebook-Seite mit meinen eigenen Augen, denn der liebe Gott hat mir die Augen zum Sehen geschenkt und die Ohren zum Hören, wo er sich distanziert, seinen ehemaligen Abgeordneten und Sicherheitssprecher zu einer Person von vielen erklärt, den er sofort suspendiert hat, der nicht mehr Teil der Partei ist und sich distanziert hat. Wenige Stunden nachdem Herbert Kickl am Samstag dieses Posting abgesetzt hat, wird die Tragödie und das menschliche Schicksal dieser betreffenden Person bekannt. Jetzt bin ich kein Verschwörungstheoretiker, jetzt bin ich keiner, der an die Echsenmenschen glaubt, wie der Herr Dr. Bormena, sondern ich bin einer von vielen Konsumenten in Österreich, der einfach eins und eins zusammenzählt. Ich distanziere mich von dieser Medienkampagne, die die Kronenzeitung in diesem Zusammenhang gefahren ist, gezielt mit Falschmeldungen probiert hat, hier Menschen in einer besonders schlimmen menschlichen Situation noch weiter zu diffamieren. Aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Und was eins und eins bedeutet, ist bei mir widerwärtig, ich wende mich mit Grauen ab. Also das bedeutet, genau, Sie geben Herbert Kickl eine Mitschuld an dem, was passiert ist, oder wie? Ich glaube, dass die in der FPÖ, die FPÖ mit genügend vernünftigen, empathischen, sympathischen und ehrlichen Menschen ausgestattet ist, dass die nächsten Tage, und ich versuche die FPÖ im Interesse der vielen anderen Probleme, die wir haben, rasch aufzuarbeiten, die Konsequenzen daraus zu ziehen und wieder zur normalen Tagespolitik zurückzukehren. Gott. Wir haben in Österreich die höchste Teuerung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben eine verrückte Regierung, die Neutralität aushöhlt, einen Wirtschaftskrieg anzettelt. Die Menschen in unserem Land haben sich die Nabelschau einer Partei nicht verdient. Schlichtweg so ist es.
Ja, also ich finde das ziemlich harte Worte, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich mir nicht gedacht, in der Klarheit von Gerald Gross. Also das ist jetzt, wir haben auf der einen Seite Heinz-Christian Strache, der offensichtlich irgendwelche Aussagen da fabuliert im Netz, die an Widerwärtigkeit aus meiner Sicht nicht zu überbieten sind. Und jetzt erleben wir einen Gerald Gross, der auf meine Frage, ob er Herbert Kickl eine Mitschuld gibt an dem, was da passiert ist, nicht Nein sagt, sondern sagt quasi, das müssen jetzt die Menschen innerhalb der FPÖ bewerten und dann entsprechende Ableitungen treffen. Das zeigt für mich eigentlich schon die ganze Brisanz dieses Machtkampfs. Und das ist genau das, was wir uns in den letzten Monaten ja immer wieder gedacht haben. Herbert Kickl ist nicht derjenige, der es schafft, schafft es offenbar nicht mal mehr, seine eigene Partei zusammenzuhalten und Sympathisanten aus dem ultrarechten Lager wie Gerald Gross irgendwie an die Partei zu binden, sondern jetzt wollen auf einmal alle mit der FPÖ nichts mehr zu tun haben. Gerald Gross kennt die FPÖ auf einmal gar nicht mehr, nur aus der fremden Ferne und so weiter. Medienkonsument ist auf einmal der weiß nicht, ja, kennt die FPÖ nicht mehr, aber ist alles in Ordnung, das ist typisch, kennen wir eh schon, ja. Aber wie auch immer, aber das zeigt doch ganz deutlich, dass die FPÖ ein Riesenproblem hat, dass sie in der jetzigen Situation mit Grabenkämpfen offen umgeht. Und man muss, seien Sie mal nicht böse, Herr Gross, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Wenn Sie nicht an Grabenkämpfen interessiert wären, dann würden Sie jetzt auch nicht so reagieren, wie Sie es gerade gemacht haben. Sie sind lang genug in der Politik. Ich habe vor kurzem einen alten Artikel gelesen, wonach Sie, glaube ich, sogar mehrfach Mandatar gleichzeitig waren, in Graz und im Bund gleichzeitig. Das ist ja total spannend. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber das heißt, Sie sind wirklich ein alter Polithase. Sie kennen das System. Ich glaube, Sie waren ab 15 oder sowas irgendwie für die FPÖ tätig und waren dann in Ministerien und so weiter. Also Sie kennen das politische System wie kaum jemand im Land so gut. Das heißt, Sie wissen doch ganz genau, dass Sie in der jetzigen Situation auf Ö24 als Präsidentschaftskandidat gegen die FPÖ, wenn Sie gefragt werden, was halten Sie von Herbert Kickl, und Sie sagen, mir geht's die Mitzidant aus Salzburg und der Heinzi aus Tirol und der weiß ich nicht, irgendwer aus Kärnten, das sind anständige, tolle Leute, aber Herbert Kickl, für den brauche ich ein Telefonbuch, dann ist es für jeden Menschen im Land eindeutig zuordnbar, wo sie in diesem Machtkampf stehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen noch eine weitere Eskalation und natürlich auch weitere Kommentare von Ihnen erleben werden. Weil Sie hätten in der jetzigen Situation auch einfach die Goschen halten können. Das kann man nämlich auch. Aber Sie haben offensichtlich sich dafür entschieden, sich zu positionieren. Okay. Herr Dr. Brandmeier, Sie haben ja wunderbare Hausaufgaben gemacht und erstmalig einmal nach 4 Jahren meinen Wikipedia-Artikel gelesen. Dazu gratuliere ich Ihnen und sind draufgekommen, dass Kommunalpolitiker auch gleichzeitig Mitglieder des Nationalrates sein können. Ja, spannend. Mit 2/3 aller Mandatare. Dafür, dass Sie einmal Mitarbeiter des Parlaments waren, wissen Sie vom politischen System in dem Land recht wenig. Sie haben, glaube ich, drei Wochen lang Mitarbeiter des Parlaments. Gott sei Dank. Ja. Tragen. Ja, genau. Mal. Aber ist egal. Ganz ehrlich, Herr Dr. Palmena, Faktum ist, ich bin nicht Bestandteil eines Streits und mich interessiert auch ein Streit nicht. Und ich bin auch nicht Bestandteil einer Partei und ich bin auch nicht Bestandteil eines Flügels einer Partei. Okay. Das soll sich diese freiheitliche Partei, wenn sie diese Konflikte hat, soll sie sich das schön ordentlich selbst ausmachen. Ich habe eine andere Themenagenda. Meine Themenagenda heißt Sanktionen, Teuerung, Korruption. Und wenn Sie das vielleicht endlich kapieren würden, noch 20 Minuten, ja, jetzt hören Sie dann auf. Würde das, also wenn Sie Ihren Intellekt, Ihren Horizont und das erweitern könnten, jetzt schon wieder und nicht werden, nur das, und nicht nur das rezitieren, was Sie sich vorher halt auswendig wieder zusammengefügt haben, um irgendjemand ins Zeug zu fliegen, weil Ihre Tage hier zu sein, für mehr in Reichen. Hören Sie auf, schon wieder so schier zu werden. Ich weiß nicht, was für ein dubiosen Hotel Sie gerade wieder rumlungern, aber hören Sie auf, mich zu attackieren. Unbestritten ist ja, dass deine Kandidatur Walter Rosenkranz Stimmen kostet. Und wir haben jetzt ganz eine aktuelle Umfrage von vergangener Woche von der Lazarsfeld-Gesellschaft. Du legst zu auf 10%, Walter Rosenkranz verliert stürzt sogar unter 20%. Surprise, surprise. Und jetzt wage ich einmal zu behaupten, mit dem, was da in den letzten Tagen passiert ist, wird sich der Trend wohl tendenziell eher verstärken. Rosenkranz wird wohl weiter verlieren und du könntest weiter zulegen. Und wenn du es schaffst, an Walter Rosenkranz beim Ergebnis heranzukommen oder ihn vielleicht sogar zu überholen, dann ist in der FPÖ die Hölle los, das weißt du ja, und dann ist das das Ende von Herbert Kickl. Also mein lieber Niki, nachdem du offenbar auch ein Problem hast bei der Erfassung eines normalen Kalendermonats, darf ich dir noch einmal Revue passieren lassen, dass ich am 7. Jänner 2022 in den frühen Vormittagsstunden, also vor 8 Monaten, meine Kandidatur angekündigt habe. Okay? Da hat keine andere Partei in Österreich noch über die Präsidentschaftswahl gesprochen. Der Amtsinhaber hat sich auch nicht deklariert.
Ich habe jetzt 8 Monate meine Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat vorbereitet. Fairerweise habe ich alle Autoritäten der Freiheitlichen Partei angerufen. Warum? Weil ich natürlich gewusst habe, dass ich als Mitglied der damaligen Freiheitlichen Partei eines Jörg Haiders ein besonderes Spannungsfeld erzeugen könnte und habe daher fairerweise von Kickl abwärts alle angerufen und gesagt, Freunde, ich kandidiere zur Bundespräsidentenwahl als unabhängiger Kandidat, bitte fasst das nicht als Gegenkandidatur auf. Ganz im Gegenteil, ich habe dann von den freiheitlichen Funktionären sogar mitbekommen, dass das, genauso wie ich es auch sehe, ein weiterer entscheidender Beitrag dazu ist, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Die Freiheitliche Partei hat vor 4 Wochen für sich, sehr spät, aber doch, dann nicht Frau Dr. Fürst, auch nicht den Anwalt der Krone Tassilo Valentin, sondern Dr. Walter Rosenkranz als eindeutigen Parteikandidaten nominiert. Ich habe ihn herzlich willkommen geheißen im Kreis der Kandidaten. Ich freue mich nach wie vor über ihn, weil ich ihn für einen ehrbaren und integren Menschen halte. Und gemeinsam, ich formuliere, getrennt marschieren, gemeinsam schlagen, werden wir den Amtsinhaber in die Stichwahl zwingen. Und ob der Walter Rosenkranz einmal 2% verliert und ich 2% gewinne, oder er im nächsten Monat oder in der nächsten Woche 7% gewinnt und ich 2% verliere, ist in dem Fall vollkommen wurscht. Am Ende geht es darum, dass 4 Gegenkandidaten zum Amtsinhaber, dazu zähle ich Brunner und Marco Bogo auch, den Amtsinhaber unter 50% zwingen. Und das ist mein Angebot an die Österreicherinnen und Österreicher und das ist mein großer Wunsch. Und mir ist es da ja vollkommen egal, ob sich die Menschen für Rosenkranz, Bogo, Brunner oder für mich entscheiden. Ah. Mein Ziel ist der Amtsinhaber und nicht ein Streit innerhalb einer Parlamentspartei. Das finde ich total großartig. Aber Gerald, ich habe gerade eine Empfehlung für Bogo gehört. Du bist ja schon sowas jetzt wie eigentlich der Gegenkandidat für FPÖ-Sympathisanten natürlich. Zu Herbert Kickl. Wenn man gegen den Kickl-Kurs ist, muss man groß wählen und mit der FPÖ sympathisieren. Nein, auch nicht, weil ich auch nicht, und das jetzt bei aller Kritik, die ich jetzt geäußert habe, und zwar an aller menschlich verständnisvollen Kritik, weil ich solche Intrigen einfach nicht aushalte und weil ich das auch in einer Partei erlebt habe und nicht zuletzt wegen dem mich von den Parteien getrennt habe und nie mehr mein Hirn in einer Parteizentrale genau deswegen abgeben will. Ja? Bei aller Kritik, aber meine Kandidatur richtet sich auch nicht gegen den Parteiobmann der FPÖ, Herbert Kickl. Es ist seine Aufgabe, seine Partei nach vorne zu bringen. Es ist meine Aufgabe, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Die Freiheitliche Partei, sofern sie Probleme hat, soll sich das selbst ausmachen und mich und die Damen und Herren Österreicher nicht damit behelligen. Wir haben die Schnauze voll von solchen Dummheiten. Wir wollen nicht belästigt werden von parteiinternen Intrigen. Wir wollen Lösungen gegen die Sanktionen. Wir wollen Lösungen gegen den Wirtschaftskrieg. Wir wollen keinen Corona-Herbst. Wir wollen nicht die Neuauflage der Impfpflicht. Wir wollen keine weiteren Lockdowns. Und da erwarte ich mir von den Parteien eine Antwort und nicht, wer wen gerade wieder mal dort anzackt. Kirschenkern Karl gegen Schmauswaberl Erne. Ja? So. Ja, nein, ich finde, wie gesagt, das ist das 5. Kapitel der wandelnden Satire Gerald Gross, weil wenn jetzt jemand sagt, die Menschen haben es satt, parteipolitische Grabenkämpfe zu erleben und er selber ist der personifizierte parteipolitische Grabenkampf, nicht nur was seine Geschichte betrifft, nämlich mit der Abspaltung Jörg Haider PZÖ, sondern eben jetzt auch ganz aktiv an der Spaltung beteiligt, indem er eben manche Leute lobend erwähnt und andere Leute nicht. Also das ist ja durchsichtig, aber ist wurscht. Ich finde, wir haben jetzt lang genug über die FPÖ und ihre Karten. Nein, jetzt ist genug. Reden wir über die Probleme im Land, okay? Ja, eines. Nein, ich möchte Ihnen schon eines sagen. Schauen Sie, ein Mensch, der im Unfrieden aus der ÖVP ausgeschieden ist, im Unfrieden aus der Sozialdemokratie, weil sie ihm den Job des Volkshochschulleiters nicht verlängert hat, im Was? Unfrieden aus der Liste Pilz ausgeschieden und Peter Pilz auch geklagt hat. Was haben Sie gerade gesagt, Herr Gross? Sie haben Peter Pilz geklagt. Wie bitte? Der braucht sich über parteiinterne Interessen und Streit nicht weiter zu äußern. Der sollte, wer so viel Butter am Kopf hat, nicht bei der Sonne vor die Türe gehen. Herr Gross,
Wenn Sie jetzt wirklich Schlammschlacht machen wollen mit mir, ich weiß nicht, was das den Österreichern bringt. Ich weiß nicht, was, dass Sie haben gerade eine Ruf- und kreditschädigende Äußerung über mich gemacht. Ich bin aus der VHS gegangen, also ich habe meinen Job als Volkshochschuldirektor aufgegeben, weil ich nicht verlängert worden wäre. Sie können das jetzt zurücknehmen oder ich klage Sie. Nein, ich habe gesagt, Sie sind aus der SPÖ ausgetreten. Ich bin aus der SPÖ, aber noch schlimmer. Noch schlimmer. Und Sie sind noch schlimmer, Sie haben Ihren Dienst als hätte, Peter Pilz geklagt. Lieber Herr Gross, als hätte meine Beschäftigung bei der VHS irgendwas mit der SPÖ zu tun gehabt. Also das, was Sie jetzt gerade machen, nein. Da kommt es mal nicht raus. Sie können das gerne zurücknehmen. Sie können es jetzt zurücknehmen. Die Herr Aussage Dr. von Männer, haben Sie Peter VHS, Pilz geklagt? Das ist nicht mein Thema. Sie haben eine haben Aussage. Sie Peter nein, Pilz Herr Gross, geklagt? Nein, das können Sie nicht machen. Sie können nicht einfach im Vorbeigehen. Diskutieren wir über die Ukraine, ja? Diskutieren wir nehmen über die Probleme der Österreicherinnen und Österreicher. Nehmen Sie Aussage und nicht zurück. Ihre Kleinigkeit. Nehmen Sie Aussage zurück. Welche denn? Das mit der VHS. Sie haben keine Ahnung. Die nehme ich gerne zurück. Sie sind aus der SPÖ ausgestattet, mit der Viktor Adler-Plakette ausgestattet. Ja, weil passt. Sie sind ein okay. vielverdientes nein, kein Problem. Mitglied der SPÖ. Herr Kost, wir können über alles reden. Sie kein Problem. Herr Kost, nachdem Sie Herr vorher aus der ÖVP ausgetreten sind. Wir können über alles reden, aber bitte keine falschen Informationen verbreiten. So, also machen wir ganz kurz. Bleiben wir sauber. Genau. Okay? Machen wir kurz. Soweit es möglich ist. Themenwechsel oder vielleicht auch nicht, weil es indirekt natürlich auch damit zu tun hat. Ja, es ist unangenehm. Natürlich. Sprechen wir über das Thema Hass im Netz. Ja. Das ist das zweite große Thema. Ich erlebe gerade Hass im Studio. Reden wir endlich darüber. Ja. Das in den letzten 14 Tagen das Land bewegt hat. Jetzt gab es am Wochenende einen Vorstoß von Caroline Edscher, die gesagt hat, es soll eine eigene Staatsanwaltschaft geben für Hass im Netz. Der grüne Koalitionspartner ist dagegen, die meisten Oppositionsparteien auch. Wie siehst du das? Wäre das sinnvoll, eine eigene Staatsanwaltschaft, die sich damit beschäftigt? Du bist ja selber immer wieder und deine Familie auch Opfer von Hass im Netz. Würde das deiner Meinung nach helfen, wenn es so eine Staatsanwaltschaft gäbe? Ja, ich glaube schon. Wir erleben bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, was für eine Energie und was für eine Dynamik sich entfaltet, wenn Menschen unabhängig von dem Apparat, in dem zum Teil Weisungsbefugnis besteht und so weiter, arbeiten können. Also wenn wir die WKStA in der Form nicht hätten, dann wären wahrscheinlich ganz, ganz viele Geschichten in den letzten Jahren nicht aufgekommen. Insofern sind sie wirklich ein Best Practice dafür, dass es funktionieren kann. Grundsätzlich verstehe ich das Motiv und quasi den Reflex, wenn etwas von der Laura Sachs-Lena kommt und von der ÖVP, dann einmal grundsätzlich nah zu sagen, weil meistens die Vorschläge von dort recht dubios und grotesk sind. Aber in dem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, ich verstehe das Problem nicht. Ich verstehe nicht, warum wir nicht eine eigene Staatsanwaltschaft machen für dieses wirklich hochproblematische Phänomen, das wir gerade haben. Ich erlebe das selber. Man braucht sich auch nur unter YouTube nach der Sendung anschauen. Das sind dann drei Hanseln, die mit 20 verschiedenen Profilen irgendwelche sexistischen, menschenverachtenden, beschimpfenden Beleidigungen reinrotzen ins Internet und einfach deswegen, weil sie nicht habhaft gemacht werden können aufgrund der gesetzlichen Schwachstelle in Österreich, deswegen das machen. Wir brauchen nur in die Foren von anderen Online-Zeitungen und so weiter schauen, was für wirklich Abschaum sich dort entfaltet und Menschen glauben, dass sie schön geschützt in der Anonymität alles rauslassen können, was sie wollen. Ich finde jetzt gerade vor 3 Minuten das beste Beispiel. Erlebt. Da ist ein Wahnsinniger im Fernsehen und behauptet einfach irgendwelche kreditschädigenden Sachen. Wenn ich es jetzt klagen würde, dann müsste ich einmal urviel Geld auf den Tisch legen und müsste monatelang mich mit dem Todel rumstreiten, damit ich mein Recht bekomme. Aber der Schaden ist schon angerichtet. Und das Problem bei der ganzen Sache ist ja das. Ich habe das selber erlebt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft muss man separieren. Du musst, wenn du Hass im Netz erlebst, momentan zur Polizeistation um die Ecke gehen. Dort kommst du mal hin, am Wachzimmer, die Polizisten sind alle überfordert und überarbeitet. Weil es einfach zu wenig Personal gibt. Also ich bin da voll auf der Seite der Polizisten. Und dann kommst du dorthin und dann müssen die ein bisschen Schreibarbeit machen. Die haben keine eigenen Schulungen bekommen dafür. Sie bekommen kein eigenes Budget dafür. Es gibt keine Sonderausstattung oder was auch immer, um damit fertig zu werden. Und dann wird das Ganze entweder ans LKA oder ans LVD oder vielleicht an irgendwen geschickt, wenn man Glück hat. Und dann muss man nachfragen und irgendwie fühlt sich niemand zuständig. Und ich habe das erlebt. Die Frau Dr. Kellermeier hat das erlebt. Ich habe es erlebt. Viele, viele Menschen im Land haben das erlebt. Was für ein Spießrutenlauf mit den Behörden das ist. Und wir haben auch erlebt, dass wir mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten konfrontiert sind, die dann Einschätzungen treffen, die aus meiner Sicht lebensfremd sind. Vielleicht, weil sie sich nicht auskennen, vielleicht, weil es ihnen wurscht ist, vielleicht, weil sie nicht die Weisung dafür bekommen haben. Keine Ahnung. Aber was mir auf die Nerven geht, ist, dass wir mit einem explodierenden Hass im Netz zu tun haben von Menschen, die glauben, dass man unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit alles über irgendjemanden sagen oder schreiben kann. Und dass wir in Wirklichkeit momentan
Jahren noch immer nicht die gesetzlichen Instrumentarien haben, um dieser Menschen habhaft zu werden. Und deswegen finde ich es grundsätzlich gut, wenn wir jetzt darüber debattieren, wie könnte man das Problem lösen. Ich hänge mich aber nicht an einer eigenen Staatsanwaltschaft auf. Mir ist das wurscht, das ist für mich bürokratisch. Für mich geht es eher darum, dass wir endlich genügend Budget, genügend Schulungen, genügend ordentliche Leute haben, die dem nachgehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ein politischer Wille da ist, dass das passiert, und der gehört bitte nicht an die Justizministerin, sondern vor allem an die Sicherheitsbehörden, also Innenminister gerichtet, sobald da mal ein klarer Auftrag kommt, wir nehmen das jetzt ernst, wird das auch umgesetzt. Aber die Beamten können natürlich nur das machen, was ihnen die Politik und das Recht an Rahmen vorgibt. Und deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall neue Sanktionen und neue Möglichkeiten. Aber wie wir das jetzt im Detail umsetzen, ist nicht mehr Zuständigkeit. Mhm. Wie siehst du das, Gerald? Staatsanwaltschaft, eine eigene Staatsanwaltschaft für das Thema Hass im Netz sinnvoll? Dann würde er ja weggesperrt werden als Erster. Man glaubt, glaube ich, braucht, glaube ich, eher eine Staatsanwaltschaft für Hass im TV. Also, wenn es Politkommentatoren gibt, die Frauen mit ihren Kinderwegen mit dem Flammenwerfer drehen wollen. Gepi, das ist wieder die alte Kiste aufwerfen. Politische Gegner als Vollidioten, wahnsinnige Kameraden, Geisteskranke, die man mit einem eigenen Gesetz inhaftieren sollte, bezeichnet haben. Ich habe mir da so ein bisschen was herausgerichtet, ein paar Zitate, die Sie schon in diesem Studio zum Besten gegeben haben. Wenn wir Politkommentatoren haben, die reihenweise von Landbauer geklagt werden, dann widerrufen müssen, von Kickl eine Klagsandrohung bekommen wegen Hass oder wegen Falschmeldungen widerrufen müssen, dann war das jetzt ein sehr jämmerlicher Auftritt genau eines Brandstifters, der sich dann in seinem feinen Zwirn als Biedermann. Also ja, ich habe kein Problem, ich stelle mich dem Rechtsstaat. Herr Grund, Sie verstehen es nicht. Offensichtlich haben Sie nicht verstanden. Es geht um anonymen Hass. Der Hass ausschüttet, der mit dem Benzinkanister und der Lunte durch die Gesellschaft rennt, ausgerechnet jener ist, der sich mit Frau Dr. Kellermeier vergleicht. Das ist der Höhepunkt des menschenverachtenden Zynismus einer Frau, die einen politischen und einen medizinischen Groß, Standpunkt wie hatte, zynisch, aber keine Hass. Herr Groß, wie zynisch ist es, dass jemand wie Sie im Studio sitzen und um die Frau Dr. Kellermeier trauen, wo wir alle wissen, dass mutmaßlich Ihre Anhänger waren, die Sie in den Tod getrieben haben? Das ist doch auch zum Kotzen. Dieser Diskussion, dass ich ausgerechnet Frau Dr. Kellermeier verteidigen muss, mit dem, der dies es auch im, nachdem sie verstorben ist, es ertragen muss, sich mit ihnen vergleichen zu lassen. Also so weit sind wir noch nicht. Und jetzt zur Frage, mein lieber Niki. Schau, wir haben ja doch ein viel anderes Problem. Das ist doch nicht das Hass, der Hass im Netz, sondern das Problem ist, dass die letzten 2-3 Jahre, ich möchte sogar weiter verorten, seit 2015, seit der Wir-schaffen-das-Krise, seit 7 Jahren an der Reihe politische Falschentscheidungen getroffen worden sind. Merkel, damals ihr Alleingang, die Bevölkerung machte nicht mit. 2020 bis 2022 Corona-Warn, Lockdowns, Impfpflichtdebatten etc. Eine kleine politische Elite wollte den Umbau der Gesellschaft beschließen, das Volk machte nicht mit. Nunmehr sehen wir Ukraine, Wirtschaftssanktionen, Teuerung, Gasmangel, Blackout-Warn im Herbst. Was passiert? Die Bevölkerung macht nicht mit. Und dass die Bevölkerung zu Recht ihren Unmut darüber äußert, dass sie in Wahrheit ja fast widerstandslos über ihre Köpfe hinweg etwas entschieden wird, was nicht den Wunsch einer breiten Masse der Bevölkerung beschließt, das ist ein Irrsinn. Und das polarisiert dann Menschen. Und da sind aber in erster Linie auch wieder die Ursachen zu suchen. Und die Ursachen sind politische Parteien und Regierungen, die den Hass regelrecht in die Gesellschaft einimpfen. Und da darf man sich dann nicht wundern, wenn das Heferl übergeht. Da brauchen wir keine Staatsanwaltschaft, da brauchen wir nur eine neue Regierung. So einfach ist das. Ja, also das finde ich unfassbar. Also ich muss dazu noch sagen, wir alle wissen, und dein Vater, der Wolfgang, hat vor kurzem auch gesagt, mutmaßlich kommen die Leute, die Frau Dr. Kellermeier den Tod getrieben haben, ja aus der Fanbase des Gerald Gross. Weil Gerald Gross halt bis zu einem gewissen Grad auch der Toyboy der Verschwörungstheoretiker-Szene, der Toyboy der Impfgegner-Szene. Er war ja gemeinsam auf den Demos, wo Leute Hitlerbilder hochhalten, wo Leute mit einem gelben Judenstern rumrennen. Und das ist genau das, diese Form von Relativierung und Legitimierung, die wir jetzt gerade erlebt haben, ist genau das Grundproblem, das wir rund um die Diskussion von Hass im Netz haben. Da versucht jemand, politisches Kleingeld zu wechseln, für sich selber, für ein paar Unterstützungserklärungen, für seine jeweilige Kandidatur, statt
darüber zu reden, was wirklich das Problem ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir spätestens seit den Corona-Demonstrationen eine Radikalisierung erleben von einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Menschen. Der Großteil der Menschen ist nicht auf die Straße gegangen. Es waren 40, 50, vielleicht 60.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Und diese 60.000 Leute waren bereit, mit Neonazis, Antisemiten und Menschenfeinden jeder Graduierung gemeinsam auf die Straße zu gehen, weil sie der Meinung waren, das ist legitim, um ihren Abwehrkampf zu führen. Genauso wie wir es erlebt haben bei der Flüchtlingskatastrophe, dass viel, viel mehr Menschen geholfen haben, den armen Menschen, aber es gab eine ganz kleine Gruppe, die ihren Hass ungefiltert ins Netz ergossen und auf die Straße. Und dass man diese Leute jetzt unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, Gerald Gross hat das jetzt perfekt auf den Punkt gebracht, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit so zu tun, als wäre quasi eine Morddrohung eine legitime Meinungsäußerung, als wäre eine rassistische Äußerung eine legitime Meinungsäußerung, als wäre eine Diffamierung einfach über irgendjemanden was über die Vergangenheit erfinden, so wie er das gerade gemacht hat, als eine legitime Meinungsäußerung. Nein, ist es nicht. Und genau das ist das Grundproblem. Leute, die so etwas machen, gehören hinter Schloss und Riegel. Ich bin der Meinung, dass solche Leute angeklagt und weggesperrt gehören. Wer auf der Straße mit einem Judenstern geht und glaubt, sind die neuen Juden, gehört angeklagt und weggesperrt. Wer ins Netz schreibt, Frau Dr. Kellermeier gehört umgebracht, gehört angezeigt und weggesperrt. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Und das ist genau das Gleiche wie im Ukraine-Krieg bei der Bewertung des Gerald Gross, der, als er gesehen hat, dass Kinder und Kleine und Frauen abgeschlachtet werden, gesagt hat, hey, wir müssen den Putin verstehen. Reden wir doch einmal lieber drüber, warum der Putin das macht. Und wir haben gesagt, hey, nein, wir müssen den Leuten helfen. Er hat gesagt, nein, ich möchte über die Hintergründe reden. Jetzt das Gleiche. Menschen werden in den Tod getrieben und er sagt, hey, wir müssen verstehen, warum Leute ihren Hass ins Netz haben. Und ich sage, nein, müssen wir nicht, wir müssen es wegsperren. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir den Idioten, die mit Judenstern auf der Straße herumrennen oder den Idioten, die im Netz irgendwelche Leute bedrohen, zuhören sollten. Wir sollten sie auch nicht versuchen zu verstehen. Und nichts, aber gar nichts, was die Bundesregierung gemacht hat oder irgendwelche Bundesregierungen davor, legitimiert diesen Hass. Und das ist genau die Grenze, die wir jetzt setzen müssen. Und deswegen brauchen wir Instrumentarien, um das auch zu sanktionieren. Weil hier geht es nicht um eine Meinungsäußerung, hier geht es um Irrsinn. Punkt. So, abschließend noch in dieser ersten Runde Frage an dich, Gerald. Am Wochenende wurde ja deine Facebook-Seite gesperrt. War das auch wegen einem Hassposting oder warum wurdest du gesperrt? Dazu komme ich sofort, nur ein Satz. Wer gerade die letzten 4 Minuten die Erregung, die Diffamierung, das Böse auch im Gesichtsausdruck von Sebastian Bormänner gesehen hat, sieht, dass es ihm in Wahrheit um Hass geht. Mhm. Er sieht Hass und wundert sich über die Reaktion. Er sieht Wind und wundert sich über den Sturm. Er impft den Hass regelrecht hinein, pauschalisiert, bezeichnet Demonstranten als Antisemiten, versucht pauschal zu diffamieren, differenziert nicht, polarisiert und impft Aggression. Und da sage ich ja immer, Ursache, Wirkung. Und das ist das Hauptproblem. In Wahrheit brauchen wir ein eigenes Gesetz für Dr. Bormänner. Ah, ja. Das ist uns erlaubt, dass er mal für 20 Jahre weggesperrt wird. Weil vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, dass unsere Gesellschaft genesen kann. Und jetzt zu einem weiteren Punkt zur Facebook-Seite. Es war dann doch recht eigenartig, dass Facebook ausgerechnet am Samstag, wenige Stunden oder Tage vor Beginn der Unterschriftenkampagne, meine Seite gesperrt hat. Und zwar nicht einen einzelnen Beitrag gesperrt hat oder mich verwarnt hätte, dass ich gegenüber den Gemeinschaftsstandards verstoßen hätte, sondern tatsächlich die gesamte Seite vom Netz genommen, sie temporär gelöscht hat, ohne Angabe von Gründen. Und ich habe daraufhin mit der Austria Presseagentur, aber auch mit UE24 und vielen anderen telefoniert und meine anderen Kanäle genutzt, um zu zeigen, wie Big Data offenbar aufgrund eines konzertierten Angriffs von einigen hundert Nutzern in Österreich, denn anders mit einigen Datenforensikern in den letzten Tagen gesprochen, können sie sich auch nicht erklären, dass hier offenbar konzertiert am Samstag zu einer Stunde einige hundert auf Facebook, die nicht wollen, dass ich bei der Bundespräsidentenwahl kandidiere, meinen Account gemeldet hat und der Algorithmus technisch erklärt, diesen Account gelöscht hat. Um 18 Uhr wurde der Account wieder hergestellt. Mir wurde bis dato von Facebook nicht erklärt, warum es der Fall war. Es gibt Facebook, es hat die Gemeinschaftsstandards. Ich habe mich immer auf Basis dieser Gemeinschaftsstandards bewegt. Ich weiß genau nach 25 Jahren Politik, wie ich etwas zu formulieren habe. Da bin ich geschickt genug, keine Sorge. Und das ist in Wahrheit ein Wahnsinn und war ein Eingriff in demokratische Wahlen. Da ist die Schuld nicht nur bei Facebook zu verorten, sondern offenbar bei einigen Kreisen, die vielleicht Herrn Dr. Bormänner gar nicht einmal so gern sind,
wenn wir Van der Bellen oder andere genau. Parteivertretern, die ja, darauf Wert gelegt haben, meine Kommunikationsplattform ins Spiel zu legen, das ist okay. gescheitert. Ja. Der Zensurversuch, der Schuss ist nach hinten losgegangen, ja. Herr Dr. Von ja. Okay. Also ein Satz noch, weil das so eine geile Verschwörungstheorie ist, ist ja unfassbar. Ja? Also ich kann es Ihnen erklären, Herr Groß, da brauche ich ja Datenforensiker sein. Sie haben ganz offensichtlich die Kategorie Ihrer Seite auf politischer Kandidat geändert, weil seit kurzem steht dort Gerald Groß, politischer Kandidat. Und im Zuge der Umstellung der Seitenprofils quasi, hat Facebook wahrscheinlich eine Überprüfung vorgenommen und hat dann leider entschieden, dass es zulässig ist. Daraus jetzt eine Verschwörung abzuleiten, dass Sie der Gegner des Systems sind und hunderte Leute gemeinsam einen Angriff gemacht hätten und Angriff auf Demokratie und so weiter, das ist einfach lächerlich. Aber es zeigt, wie größenwahnsinnig Sie sind, dass Sie tatsächlich glauben, dass bei Facebook oder sonst irgendwo sich für irgendwas interessiert, was Sie da schreiben. Herr Groß, das ist hunderttausende Leute schauen sich den Politkasperl an, das verstehe ich, sie sind wirklich unterhaltsam. Ich finde ihre Videos auch leibend, wo sie nackt singen und sich einen Kranz aufsetzen und so weiter, aber deswegen sind sie doch kein Feind des Systems. Sie sind einfach nur ein Noah. Und das ist auch in Ordnung so. Aber warum sollte Facebook eine Narrenseite sperren? Sie sind ja hauptverantwortlich für den Traffic dort. Machen wir jetzt eine Pause? Ja, jetzt machen wir Pause, okay? So, jetzt machen wir wirklich eine kurze Pause, dann reden wir gleich weiter. Dann sprechen wir über ein inhaltliches Thema, nämlich über die Teuerung. Ganz kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir kommen zurück bei Fellner live. Hitzige erste Runde und auch etwas sozusagen in Überlänge heute schon zum Start zwischen Sebastian Bornmähner und Gerald Groß, der uns heute per Skype zugeschaltet ist. Wir sprechen jetzt gleich über das zweite große Thema, das ist die Teuerung, die uns nicht loslässt, die wahrscheinlich im Herbst auch tendenziell eher noch schlimmer wird. Mhm. Energiekosten schießen in die Höhe. Erst heute wieder bekannt geworden, die Fernwärme in Wien wird um 92% erhöht, also verdoppelt ab 1. September. Mhm. Wie soll sich das alles noch ausgehen? Na gar nicht. Also ich merke ja, und wir sind seit einigen Wochen quasi an der Front der Teuerungen mit unserer Stiftung und schreiben ja hunderte Menschen, vollkommen irrelevant, was für eine Weltanschauung sie haben, und bitten um Unterstützung. Das sind wirklich vor allem berufstätige Menschen. Also ich habe da Leute, eine Krankenpflegerin aus Niederösterreich, die sagt, sie pendelt 50, 60 Kilometer in die Arbeit und sie kann sich das einfach nicht mehr leisten. Es gibt Menschen, die sagen, sie können mit den basalsten Anschaffungen, die halt manchmal zu tätigen sind, nicht mehr zurechtkommen, weil ihnen das Geld fehlt. Wir haben Menschen, die brauchen die letzten Reserven auf, die sie eigentlich für was anderes geplant hätten, zum Beispiel für einen Urlaub oder für ein Geschenk oder so, jetzt auf, um irgendwie die basalsten Kosten wie Lebensmittel, Sprit, Energie oder Miete zu finanzieren. Also das ist aus meiner Sicht jetzt gerade ein Staatsversagen, was wir erleben, sondergleichen. Weil all das wäre nicht notwendig. Und zwar auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite sehen wir jetzt gerade, dass sich die Spritpreise komplett entkoppelt haben von den Ölpreisen auf globaler Ebene. Genauso wie wir das erlebt haben bei den Energiepreisen, die sich entkoppelt haben. Weil wenn ein Unternehmen wie zum Beispiel der Verbund sagt, er bietet zu 100% Ökostrom aus Österreich an, aber gleichzeitig uns den Weltmarktpreis von irgendwelchen Öl- oder Gasheizungen verrechnet, dann stimmt doch in der Logik irgendwas nicht. Und es ist auf der anderen Seite ein Politversagen, weil die Österreicherinnen und Österreicher das nicht hätten zahlen müssen. Es war doch vollkommen klar, dass im Zuge dessen, dass die Russen die Ukrainer abschlachten, im Zuge dessen, dass die ukrainischen Häfen blockiert werden, im Zuge dessen, dass die Weltgemeinschaft das natürlich sanktionieren muss, weil sie kein Exempel für China und andere autoritäre Regime zulassen wollen, dass in dem Moment es natürlich zu wirtschaftlichen Verwerfungen am Anfang kommen wird. Inzwischen wissen wir, Ö24 hat es vor wenigen Tagen auch gebracht, inzwischen wissen wir, dass die russische Wirtschaft kracht. Putin hat nur noch ein paar Monate, dann ist es vorbei. Die russische Wirtschaft kracht wie ein Kaisersemmel. Aber natürlich macht der Diktator was? Nach außen hin Stärke demonstrieren. Und ich sehe nicht ein, warum die Österreicherinnen und Österreicher die aus meiner Sicht vollkommen legitime Reaktion der internationalen Staatsgemeinschaft finanzieren sollen. Wieso müssen wir diejenigen sein, die das becken? Erstens einmal, es gibt genügend Überschüsse, was Steuern betrifft. Aber
es gibt auch genügend Überschüsse, was Konzerne betrifft. Wenn sogar jetzt schon der Spar-Geschäftsführer sagt, er findet es obszön, welche Gewinne die Nahrungsmittelkonzerne, die internationalen, jetzt gerade scheffeln, wie Nestle, Unilever und so weiter. Ich kann die Kritik gleich an den Spar weitergeben, weil ich finde das, was die machen, auch nicht besser. Aber wir sehen, es gibt Krisengewinner. Es gibt sie auf der Ölseite, auf der Nahrungsmittelseite, auf der Energieseite. Da gibt es Leute, die verdienen sich dumm und deppert. Und es gibt immer mehr Menschen, die können sich nicht mal mehr die basalsten Bedürfnisse leisten und die werden entwürdigt. Und das ist aus meiner Sicht die Verantwortung des Staates, darauf zu achten, dass die Leute wohnen können, dass sie mobil sein können, dass sie was zum Essen haben und dass sie vor allem ihre Würde wahren können. Und das, was jetzt gerade passiert, ist eine groß angelegte Entwürdigung der österreichischen Bevölkerung. Und da geht mir das Geimpfte auf und da übe ich Kritik an allen, egal welche Couleur sie haben. Da geht es aus meiner Sicht auch nicht um Parteibefindlichkeit, sondern da geht es einfach um eine Form von Gerechtigkeit. Wir haben Ungerechtigkeit in unserem Land. Gerald. Es ist ja abenteuerlich, welche Wendung Sie hier vollzogen haben. Abenteuerlich, es wird Ihnen schwindelig in diesem Karussell der gewechselten Argumente, Herr Dr. Das Ihnen schwindelig ist, glaube ich, gern. Sie erkennen doch tatsächlich in Ihrem Heureka-Moment, dass die Sanktionen wirtschaftliche Verwerfungen ausgelöst haben. Die letzten 5 Monate haben Sie es bestritten, dass die Sanktionen nur irgendeine wirtschaftliche Konsequenz haben. Sie kommen jämmerlich wie unter der Türe gekrochen daher und behaupten, es wäre der Zwang der EU gewesen, auf die Militäraktion in der Ukraine mit Sanktionen zu reagieren. Wir wurden von einer fremden Macht regelrecht gezwungen. Ich sage Ihnen, wer die Macht war. Die Macht waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die Europäische Kommission in sechs Sanktionspakete hineingetrieben hat, wo wir am Ende nun die Idioten der Welt sind. Wenn wir heute auch auf OE24 in die Türkei blicken und Recep Erdogan sehen, wie er Wirtschaftsverträge mit Wladimir Putin unterschreibt und ausdielt und vorstellt. Wenn wir wissen, dass Putin Wirtschaftsverträge mit Indien, China, Pakistan und einer weiteren Reihe von 42 Ländern weltweit an den Sanktionen Europas vorbei gedealt hat und seine Geschäfte weiterhin macht. Aber wir in Österreich und in Europa darüber diskutieren müssen, ob uns im Herbst das Licht ausgeht, die Menschen bei der Fernwärme, beim Ökostrom abgezockt werden, die Menschen bei den Lebensmitteln abgezockt werden, dann haben wir es solchen Individuen wie Ihnen zu verdanken, die vor 5 Monaten wie die Klitschko-Brüder und die ganzen Propagandisten des deutschen Boulevards gemeint haben, wir müssen einen Krieg gegen Putin führen. Und jetzt kommen wir 5 Monate später drauf, dass der Krieg verloren ist. Und jetzt wollen solche jämmerlichen Gestalten wie Sie dafür nicht verantwortlich sein, legen eine rhetorische Pirouette im Studio hin und sagen, ja, es hat doch jeder gewusst, dass es zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen wird. Herr Dr. Bornmänner, das ist sowas von verlogen und geheuchelt. Jeder hat gewusst, dass 6 Sanktionspakete uns die Märkte ruinieren. Jeder hat gewusst, wenn wir am Öl oder am Gashahn drehen, dass die Inflation angeheizt wird. Und jeder hat gewusst, dass es Konzerne gibt, die diesen Wahnsinn ausnutzen. Kroatien hat gestern den Treibstoff auf 1,50 Euro gedeckelt. Wenn Sie es genau wissen wollen, Ihre Regierung mit Ihrer Frau Fehwesler und Ihrem Herrn Schwehammer sind bis heute nicht in der Lage dazu gewesen, diesen Gasdeckel einzuführen. Die Parteien in Österreich sind 74 Tage auf Urlaub im Sommer. Die Regierung versinkt im Chaos, Parteien versinken in ihren eigenen Intrigen und das Volk sitzt in der Scheiße. So schaut es ja mittlerweile aus. Ja, also ich kann mit dem nur anschließen, Herr Groß. Ich bin auch der Meinung, dass die Politik zu wenig macht, habe ich gerade gesagt. Aber ich schaffe das auch, ohne Sie persönlich anzugreifen oder irgendwie niederträchtig zu werden. Aber der Gerald Groß meint ja, du hättest ihm recht gegeben, dass die Sanktionen ein Fehler waren. Nein, so hat er das, ja jetzt das hat er interpretiert. Ja, aber das ist ja das Problem des Gerald Groß. Ich meine, der hört eine Aussage und macht dann was anderes draus. Dafür kann ich auch nichts. Ich habe immer klar gesagt, natürlich werden, also der Angriff der Russen auf die Ukraine, auf die europäische Kornkammer, vor allem auch auf die nordafrikanische Kornkammer, das ist nämlich fast noch wichtiger als für die europäische Versorgung, wird natürlich massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, genauso wie ein Lockdown in China zu kollabierenden Lieferketten führt. Aber
Aber im Gegensatz zu Ihnen, der Weltuntergangs-Baba Wanga aus Südsteiermark, die jede Woche uns erzählt, dass wir alle sterben werden und dass die ganze Zeit, also ich höre jede Woche von Ihnen, wenn Sie jetzt gerade irgendeine Ausländerkiste auspacken, dann kommt halt jetzt wieder, wir werden alle sterben. Nein, Herr Gross, ich habe es Ihnen bei der Corona-Krise schon gesagt, nein, wir werden keine Massenarbeitslosigkeit erleben, wir werden keine Pleitewelle der Unternehmen erleben, wir sind gut durchgekommen durch die Corona-Krise. Warum? Weil der Staat das Geld hergegeben hat, eh unser Geld. Aber er hat bis zu 100 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, um dafür zu sorgen, dass in dieser globalen Wirtschaftskrise, in der wir da waren, ausgelöst dadurch, dass wir halt eine Pandemie bewältigen müssen, die Leute nicht krachen gehen. Und genau das macht er jetzt nicht. Und das ist meine Kritik an der Politik. Meine Kritik an der Politik ist nicht, dass sie sich klar positioniert gegen den Diktator aus Moskau, mit dem sie vor ein paar Monaten noch posiert haben. Oder wo ihre ehemaligen Parteifreunde Fotos gemeinsam gemacht haben und andere sogar getanzt haben mit ihm in der Steiermark. Ich bin der Meinung, das Versagen der Politik beginnt dort, wo sie die Österreicherinnen und Österreicher dafür becken lassen, dass wir solidarisch mit den Ukrainern sind. Und ich verstehe natürlich, dass dann Menschen sagen, das Hemd ist mir näher als der Rock, dass sie sagen, also entschuldige bitte, wenn es angeblich so ist, das stimmt übrigens nicht, aber wenn Leute wie Sie, Putin-Propagandisten, im Fernsehen sagen, die gestiegenen Strompreise wären ein Resultat der Sanktionen auf Russland und quasi eine Notwendigkeit, dass die Preise steigen und nicht vom Staat abgefedert werden, das stimmt einfach nicht. Der Staat könnte hier eingreifen, der Staat könnte sagen, ich finanziere das. So wie der Staat eingreift, um uns Steuern vorzuschreiben, so wie der Staat eingreift, um uns zu sagen, wir müssen uns anschnallen oder eine Maske tragen und so weiter, das kann der Staat ja auch. Genauso kann der Staat auch einfach uns das Geld zurückgeben, das eh uns gehört, und sagen, wir lassen nicht zu, dass das Abschlachten von Russen in der Ukraine dazu führt, dass wir explodierende Kosten haben. Das müsste nicht sein. Und das ist genau die Verdrehung, die Sie aus parteipolitischen Gründen machen, die ich so kritisiere. Ich bin der Meinung, wir können klar unsere Solidarität zum ukrainischen Volk zum Ausdruck bringen. Wir können klar uns abnabeln von einer Kriegswirtschaft, die sich an uns mästet und ihre Bomben von uns finanzieren lässt, solange sie das macht. Weil wir haben das vorher nicht gemacht, aber wenn halt jemand ein Land überfällt und Kinder umbringt, dann muss man halt darauf reagieren. Man kann natürlich so wie Sie sagen, geht mir nichts an, aber Gott sei Dank sind die Mehrheit der Österreicherinnen und der Europäerinnen nicht dieser Meinung. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir dafür zahlen sollen. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt die Schleusen öffnen. Wir sollten den Österreicherinnen und Österreichern Geld geben. Und da sollten wir eigentlich in der jetzigen Situation zusammenarbeiten, Herr Gross. Ja, aber Herr Dr. Palmena, aber damit zahlen wir es uns ja selbst. Ja, natürlich. Sie haben es ja selber vorher, Sie wären Mathematiker, Sie großer Ökonom für Vorschüler und Tanzschulkursabsolventen. Sie haben das wunderbar auf den Punkt gebracht. Das hat ja ganz Sinn. Sie erklären, der Staat soll uns unser eigenes Geld zurückgeben. Wunderbar. Das heißt, wir zahlen an den Staat Steuern. Der Staat trifft mit den Sanktionen eine Fehlentscheidung. Die Fehlentscheidung ruiniert uns unsere Volkswirtschaft, heizt die Inflation an. Daher soll uns der Staat uns das Geld, das wir ihm vorher finanziert haben, wieder zurückgeben. Das ist ja wunderbar, was Sie sagen. Das klingt das sensationell. Das funktioniert nur gerade 2 Monate, weil irgendwann ist die Staatskasse leer. Und der Dr. Palmena, die Corona-Politik hat dazu geführt, dass wir 2,5 Jahre in Wahrheit Zombie-Unternehmen über Wasser gehalten haben, die jetzt reihenweise in die Pleite hineinschlittern, weil wir nämlich mit der Gießkanne ausgezahlt haben und die, das braucht haben, warten bis heute auf das Geld. Deswegen steigen jetzt die Inflationen massiv an und nunmehr sehen wir wieder, dass der Staat einen Fehler macht und der Bürger soll dafür mit steiner Steuerleistung becken. Herr Dr. Palmena, wie viele Menschenleben haben wir in der Ukraine mit unseren Sanktionen gerettet? Keines. Wie viele Kriegstage haben wir in der Ukraine mit unseren Sanktionen verkürzt? Kein einzigen. Wie viele Friedensverhandlungen haben wir mit unseren Sanktionen erzwungen? Keinen einzigen Tag von Friedensverhandlungen. Sanktionen sind dazu da, um Mango zu zitieren, nicht um einen Staat zu sanktionieren mit der Strafe willen, sondern einen Staat zum Umdenken zu bewegen. Nachdem wir im 5. oder bald 6. Monat sehen müssen, dass wir den Staat zum Umdenken nicht bewegen, aber uns langsam das Geld ausgeht, die Energie ausgeht, die Lebensmittel ausgehen, das Gas ausgeht, das Öl ausgeht, die Kohle in unseren Geldtaschen ausgeht, sollten
müssen wir dann irgendwann einmal überlegen, hoppla, den Fehler müssen wir korrigieren. Und dann sage ich Ihnen eines, es kann nicht sein, dass nur mit dem Blick auf das zweifelohne vorherrschende Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer wir dann eben gleich wirtschaftlichen Selbstmord begehen. Daher sage ich, raus aus diesen Sanktionen und zwar sofort, hin zu einer vernünftigen Verhandlungslösung mit Russland. Und da wäre mir eine tanzende Außenministerin, die einen guten Draht nach Moskau, um einiges lieber als ein verschrobener Außenminister, dessen Stammbaum ein Kreis war und der nicht einmal weiß, wann er wo etwas sagt. Ja, okay. Also nur ein Satz dazu noch. Also ich bin der Meinung, und das sollten Sie, aber Sie haben halt von Ökonomie keine Ahnung, aber Sie wissen ja, das Geld wird ja nicht weniger jetzt gerade. Es verteilt sich nur unterschiedlich. Das ist genau, was wir gerade besprochen haben. Es gibt in der Krise jetzt nicht weniger Geld. Das Geld versickert ja nicht im Boden, sondern es verteilt sich nur anders. Es gibt jetzt Konzerne, die kriegen wahnsinnig viel Geld. Es gibt sogar Privatpersonen, die kriegen wahnsinnig viel Geld. Erst vor kurzem ist eine Studie rausgekommen, in den letzten 2 Jahren haben die Superreichen ihr Vermögen um 17% steigern können, während der Durchschnittsverdiener in Österreich sogar einen Kaufkraftverlust hinnehmen musste. Das heißt, das Geld ist da, es ist nur völlig falsch verteilt. Und im Gegensatz zu Ihnen sage ich, holen wir es uns zurück von den Reichen, holen wir es uns zurück von den Konzernen, lassen wir doch endlich einmal die Becken, die eh genug haben. Und Sie wollen Ihre Freunde offensichtlich schützen. Sie haben vielleicht ein paar Wahlkampfspender, ich weiß ja nicht, die Sie in Ihrem Wahlkampf unterstützen, damit Sie irgendwie den Systemkampf führen können und wollen Sie es nicht verscherzen mit irgendwem. Wir haben das ja auch von Heinz-Christian Strache in dem illuminierten Video gehört, wer alles irgendwo hinspendet und so weiter. Das waren ja auch Reiche, superreiche Milliardäre, die dort genannt haben, die angeblich alles finanzieren. Und ich möchte nur eins sagen, Herr Gross, im Gegensatz zu Ihnen bin ich der Meinung, dass jemand, der 1 Milliarde oder 2 oder 3 oder 4 oder 20 Milliarden hat und jetzt in der Krise sogar noch mehr bekommt, während alle anderen weniger haben, diese Leute sollten wir auch zur Kasse bitten. Und dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Finanzierung. Das Geld ist Herr da. Doktor, Herr Dr. Che Guevara, ich habe eine Idee. Sie wenden sich, das ist für mich keine Beleidigung. Ich sag's Herr Dr. Colmena, Sie wenden sich an den Verband der österreichischen Geflügelzüchter und holen deren Gewinne ordentlich zurück. Kein Problem. Ich liebe die Geflügel. Kommen wir noch zu einem konkreten... Ich mag Händel sehr gerne. Kommen wir zu einem konkreten Vorschlag der Bundesregierung. Strompreisbremse. Ja. Gibt es einen Felbermayr-Vorschlag, der soll jetzt anscheinend umgesetzt werden. Im Laufe des September soll das kommen. Guter Vorstoß, reicht das oder ist das nicht zu wenig? Das reicht nicht, weil der Strom ist ja nicht das Hauptproblem. Es ist ja auch in der ganzen Diskussion, ich weiß nicht, wir haben keinen Stromengpass. Ich weiß nicht, wer das, von wo das kommt. Strom haben wir genug in Österreich. Wir produzieren sogar, glaube ich, 90% des Stroms im Inland. Und zwar mit Wasserkraft und mit Windkraft und so weiter. Also unser Problem ist ja Gas. Unser Problem sind ja die 900.000 Haushalte übrigens. Ich auch. Ich heize auch mit Gas. Ja? Ich kann es mir nicht aussuchen. Das ist halt der Därme drinnen. Ja? Aber die haben das große Problem. Und es gibt manche, die können es sich richten und ganz viele, die werden es sich nicht richten können. Und dass man da jetzt hergeht und sagt, so, na, machen wir mal ein bisschen Strom und dann schauen wir weiter, ist ja schon wieder das nächste Staatsversagen. Also ich weiß nicht, man hat bis jetzt nicht geschafft, die Menschen zu unterstützen und schafft es offensichtlich auch perspektivisch für die nächsten 3, 6 oder 9 Monate nicht. Und natürlich wird es jetzt schlimmer werden, weil jetzt kommt die Heizperiode langsam. Das heißt, die Leute werden jetzt ganz unmittelbar damit konfrontiert, dass das, was jetzt seit Monaten angekündigt wird, auch schlagend wird. Wir haben es bei der Fernwärme in Wien gesehen, wo ich nicht verstehe, warum der Bürgermeister auf der einen Seite ankündigt, er wird nicht zulassen, dass die Wienerinnen und Wiener draufzahlen müssen, auf der anderen Seite werden die Tarife um 95% erhöht. Da passt ja irgendwas nicht mehr zusammen. Also wir sehen, das hat mit Parteipolitik nichts zu tun. Da geht es nicht darum, ist die Ministerin für Finanzen eine schwarze, eine grüne, eine blaue oder eine rote, sondern da geht es einfach darum, dass die Politik ganz offensichtlich, unabhängig von ihrer Parteifarbe, nicht in der Lage ist, mit dieser Krise umzugehen. Und die Kosten dafür, das werden wir alle tragen müssen. Und ich halte das wirklich für ein großes Problem. Nur ich bin halt im Gegensatz zu anderen Leuten nicht der Meinung, dass wir gerade jetzt, wo die Regierung versagt, die Regierung nach Hause schicken sollen und uns in einem monatelangen, sauteuren Wahlkampf stürzen lassen sollen, wo so wieder alles versprochen wird, bis die nächste korrupte Partie an die Macht kommt und dann genau dasselbe wieder macht. Nein, ich bin der Meinung, wir sollten die Leute, die jetzt im Amt sind, dazu zwingen, das zu machen, was für das österreichische Volk am besten ist. Und das bedeutet, dass wir eine Vermögensteuer einführen, das bedeutet, dass wir die Konzerne endlich besteuern und das bedeutet, dass dieses Geld, diese Milliarden, die wir uns auf diese Art und Weise holen, sofort umverteilen und zwar in der Form, dass wir 10.000 Euro sozial gestaffelt pro Haushalt zur Verfügung stellen. Und zwar jetzt. Gerald,
Was sagst du dazu? Ja, wenn wir vor 3 Jahren bereits die Regierung abgelöst hätten, wo der Herr Dr. Bornmeiner auch den flehentlichen Appell gerichtet hat, sie soll doch endlich weiterarbeiten, oder wir hätten sie vor 20 Monaten entlassen, wo Dr. Bornmeiner flehentlich den Appell gerichtet hat, wir sollen sie weiterarbeiten lassen, oder vor 16 Monaten oder vor 14 Monaten bei der ersten Regierungsumbildung, bei der 15. Regierungsbildung, beim ersten Kanzlerwechsel oder beim dritten Kanzlerwechsel, wo Sebastian Bornmeiner immer der Meinung ist, ja, es ist zwar alles schlimm, aber wir sollen sie trotzdem weiterarbeiten lassen, dann würde ich sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und nach 3 Jahren guten Willen des Herrn Dr. Bornmeiner, der seine Interessen sicherlich verfolgt mit Regierungsmitgliedern, die er gut kennt, das ist die Sache, ist es halt mein Ziel, dass nicht der Herr Dr. Bornmeiner politisch profitiert, sondern die Österreicherinnen und Österreicher. Und da bin ich auch nicht der Meinung, dass ich die Regierung zu 50% entlasse, wie es andere Kandidaten tun, oder nur zu 20%, sondern bei mir kann man sich zu 100% darauf verlassen, dass ich diese Regierung in die Wüste schicke. Warum? Weil sie seit 1,5 Jahren keine Mehrheit mehr hinter sich hat, zumindest keine Mehrheit im Volk, weil das Abbild des Parlaments dem Wunsch der österreichischen Bevölkerung längst nicht mehr entspricht. Besonders befiel es, dass der Herr Dr. Bornmeiner die Vermögensteuer fordern will, aber genau weiß, dass es mit dieser Regierung eben nicht möglich ist. Das ist auch eine Form der Schizophrenie, aber sei es drum. Was wir jetzt tun müssen, ist relativ klar. Erstens, es muss zu diesem Preisdeckel kommen. Es hätte schon vor 4 Monaten zu diesem Preisdeckel kommen müssen, wie es Kroatien, Slowenien oder auch Ungarn tun. Zweiter Punkt ist, wir haben jetzt den August und die versprochenen 3.000 Euro sind noch immer nicht bei der österreichischen Bevölkerung. Dieser Teuerungsausgleich muss sofort ausgezahlt werden. Und der dritte Punkt, damit uns die Inflation nicht weiter galoppiert, die Spekulanten nicht weiter auf Kosten der Bürger spekuliert, heißt, dass wir die Sanktionen beenden müssen. Und da sage ich, da müssen die nationalen Staaten, und es wird kommen binnen von wenigen Wochen, dass Ungarn aus dem Sanktionsregime ausscheren wird. Es wird Slowenien folgen, es wird Kroatien folgen. Da bin ich der Meinung, Österreich muss da sofort dabei sein und raus aus diesen Sanktionen. Die kann dann die Frau von der Leyen, kann unter den Sanktionen selber leiden, wenn sie dann kein Klopapier mehr aus Moskau kriegt. Aber das ist ihr Einzelschicksal und nicht meines. So, machen wir eine allerletzte Werbepause und dann sprechen wir noch über ein aktuelles Thema, das heute international ganz viele Schlagzeilen gemacht hat. Eine Razzia bei Donald Trump und die Frage, was das mit seiner Hoffnung bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder anzutreten und vielleicht sogar zu gewinnen. Ganz kurze Werbepause, dann geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Heute diskutieren wie immer am Dienstag Sebastian Bornmeiner und Gerald Groß. Wir starten in diese dritte Runde mit der Razzia, die in der Nacht bei Donald Trump stattgefunden hat. Es sind ja viele davon ausgegangen, dass Trump an seinem politischen Comeback arbeitet. Glaubst du, dass ihm das jetzt einen Strich durch die Rechnung macht oder befeuert das vielleicht sogar nur diese Comeback-Pläne? Ja, das Gefährliche bei Donald Trump, und ich glaube, das trifft in gewisser Weise auch auf Gerald Gross zu, ist, je mehr Kritik man übt und je mehr man die Peinlichkeiten, die Unsäglichkeiten und die Absurditäten aufzeigt, die mit diesen Personen verbunden ist, umso mehr Auftrieb bekommen sie. Also das ist so quasi ein pervertierter Lugner-Effekt. Ja? Also je mehr man drüber spricht, umso mehr spricht man drüber. Und das ist halt bei manchen Leuten, man muss das schon differenzieren. Ich halte das österreichische Volk für um einiges politisch und demokratiepolitisch gebildeter als das amerikanische Volk. Und ich glaube vor allem, dass in US-amerikanischen Polit-Szenen das Problem der Polarisierung ja noch viel, viel größer ist als bei uns. Also die haben ja in Wirklichkeit nur 2 große Richtungen und die haben dort vor allem das Problem, dass ein ganzer Landstriche quasi verödet sind nach dem Abgang der Industrie und dass da eine sehr große Trennung und Spaltung im Land passiert ist. Und das hat Donald Trump für sich zu nutzen gewusst und trotz allem, was man über ihn weiß inzwischen, über seine Verbindungen mit Russland. Deswegen finde ich es so interessant, dass Gerald Gross sowohl ein Putin-Sympathisant als auch ein Trump-Sympathisant ist. Das spielt sich nicht gegeneinander aus. Das ist echt interessant. Ja? Also man hat ja auch die Vorwürfe gemacht, man konnte es dann, glaube ich, nicht beweisen, dass die Russen zugunsten von Trump in seinen Wahlkampf eingegriffen haben.
genauso wie das beim Brexit offensichtlich gemacht haben, mutmaßlich. Und ich glaube, das, was jetzt passiert, nämlich dass man vielleicht auch noch in Bezug auf die Finanzgebarung, Steuern und so weiter, das beschäftigt Donald Trump ja schon sein ganzes Leben. Der ist ja wirklich jetzt sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, irgendwelche Deals zu machen, Leuten Schweigegeld zu zahlen, Heerscharen von Anwälten zu bezahlen, um sich aus irgendwelchen Affären rauszuziehen. Ich nehme an, auch diesmal wieder wahrscheinlich strafrechtlich davonkommen. Aber wie bei Heinz-Christian Strache gilt es auch für Donald Trump. Es mag sein, dass vielleicht strafrechtlich nichts dran ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine moralische und politische Bankrotterklärung ist. Und daher finde ich schon wichtig, dass wir, also viel wichtiger für mich persönlich als österreichischer Staatsbürger ist, mir anzuschauen, wie reagieren die in Österreich für ein Amt kandidierenden Personen oder politische Amtsträger in Bezug auf Donald Trump. Und da haben wir in der Vergangenheit sowohl bei der Freiheitlichen Partei als auch bei der ÖVP, glaube ich, Menschen gesehen, die eine gewisse Nähe zu Donald Trump gezeigt haben und sich gerne geschmückt haben mit diesem Establishment-Fighter, der ja selber das personifizierte Establishment ist. Und deswegen, ich halte es nicht für völlig unrealistisch, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Ich glaube, das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Ich hoffe immer noch, dass die Demokraten dem etwas entgegensetzen können, das ein bisschen gewichtiger ist als Joe Biden, weil ich glaube, der ist offenbar nicht so der große Sympathieträger innerhalb der US-amerikanischen Bevölkerung. Aber ich fürchte, wir leben in Zeiten, die von Krisen geprägt sind. Krisen führen dazu, dass Menschen Angst haben und Angst führt dazu, dass Menschen mitunter falsche Entscheidungen treffen. Gerald, wie siehst du die Razzia bei Donald Trump? Wird das ein Problem für ihn? Naja, wir müssen die Situation in Amerika ein wenig gesamt eingebettet sehen. Wir haben mit Joe Biden einen US-Präsidenten, der in der Geschichte des 21. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts noch nie so schlechte Werte gehabt hat als Amtsinhaber, wie nun er selbst. Also er ist in Wahrheit ein Rekordpräsident, der nur mal bei Zustimmung bei 32-34% herumgrundelt. Das heißt, jeder Mensch weiß in Amerika, dass Joe Biden nicht mehr gewählt wird. Ich glaube auch, Joe Biden würde es selbst nicht mehr mitbekommen, wenn er überhaupt gewählt wird, denn seine kuriosen Auftritte sind ja mittlerweile Legende. Er gibt irgendwelchen Menschen im Raum, die gar nicht im Raum sind, den großen Hasen Harvey die Hand, versucht Leute zu umarmen, die nicht existent sind, spricht wirres Zeug. Also ich glaube, wie gesagt, die geriatrische Anstalt zur schattigen Biene in Washington wäre vielleicht besser geeignet als das Oval Office. Und wir haben natürlich die Demokraten, die verabsäumt haben, den Übergang von Kamala Harris zu Joe Biden zu organisieren. Und damit ist klar, dass der Herausforderer wieder Donald Trump heißt. Er hat jetzt das CPAC-Meeting in Texas veranstaltet, er hatte Orban bei sich zu Gast, die gesamte konservative Welt hat sich bei ihm versammelt. Also man sieht schon, da ist eine gewisse Stärke da, auch in Amerika gehen seine Werte in die Höhe und da passt es wie die Faust aufs Auge, dass dann halt gerade in dem anbrechenden Vorwahlkampf und in den Midterm-Wahlen, die vor der Türe stehen, plötzlich beim ehemaligen US-Präsidenten auch einzigartig in der Geschichte Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. Ob das Donald Trump schadet, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ob es ihn anstachelt, wieder zu kandidieren, jawohl, der geht nach dem Motto vor, jetzt erst recht. Das heißt, du gehst davon aus, dass er wieder kandidieren wird. Glaubst du, hat er eine Chance, dann diese Wahl, ist er erst dann in 2 Jahren auch zu gewinnen? Naja, er wird jetzt einmal in die Vorwahlen gehen, er wird ankündigen, ich höre, Mike Pence will kandidieren, eine Reihe, sein ehemaliger Vizepräsident, eine Reihe ehemaliger Republikaner. Es gibt diesen Streit mit der Tochter von Dick Cheney, dem ehemaligen Vizepräsidenten im konservativen Lager. Ich glaube, dass er die Vorwahlen bei den Demokraten, bei den Republikanern, Verzeihung, für sich entscheiden wird. Und er wird dann ins Rennen gehen und man wird sehen, wer für die Demokraten antritt. Ich glaube, das bleibt abzuwarten. Ich glaube aber auch, seine Chancen stehen derzeit nicht schlecht. Der Nachfolger seines eigenen Nachfolgers zu werden. Du glaubst auch daran, dass Trump wieder gewinnen könnte oder nicht? Ich halte es für möglich. Also wenn wir gesehen haben, mit welchen Äußerungen, mit welchen Taten Trump die Öffentlichkeit schockiert hat vor seiner Wahl und da wurde ja sehr viel ausgegraben, sicher nicht alles, aber sehr viel und die Wählerinnen und Wähler haben gesagt, mal wurscht. Also mir ist immer noch wichtiger, quasi wir kriegen den Verrückten ins Amt und er soll einmal alles anders machen, weil das war, glaube ich, das Motiv von vielen Menschen. Und da hat man gesehen, so viel anders hat er es ja auch nicht gemacht in Wirklichkeit. Das ist halt auch, man muss auch ein bisschen relativieren, die Macht des Präsidenten scheint auf den ersten Blick sehr ausgeprägt zu sein in den USA, aber da gibt es halt doch noch Netzwerke und Verbindlichkeiten. Die Industrie ist extrem stark eingebunden in die Politik in den USA, also viel stärker als bei uns, zumindest offiziell. Also da gibt es schon noch etwas, was
relativieren könnte, aber ich halte Donald Trump als Kandidat der Republikaner für realistisch und ich halte es auch für realistisch, dass er wieder gewinnen kann, wenn die Demokraten jetzt endlich, sich neu erfinden. Sebastian Born-Mehner, Gerald Gross, vielen Dank für heute. War eh wieder mal eine Diskussion in Überlänge. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier mit den aktuellen Nachrichten des Tages.